und jährlich grüßt die Booth-Tour. Mit Martin mal wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen hier am Xbox-Stand auf der Gamescom 2015 in Köln. Ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Also ich hätte es gern hier ein bisschen dicker gehabt. Sonys Vorzeigetitel hier auf der Gamescom ist Destiny. Ja, ist zwar nur ein Third Bird. I need a translation here. Du wirst wahrscheinlich irgendwie Just Dance performen hier vorne, gehe ich jetzt mal ab. Ja, natürlich. Nackt. Nackt, ja. Ich übrigens auch. Ich tanze dazu noch an einer Stange. So, lieber tanzen. Da können wir ja nachher doch nochmal nach Dance Central gehen und er tanzt so ein bisschen. Davon gibt es vielleicht Bilder oder es bleibt, man wird nie etwas davon sehen, von irgendwelchen Videos und... Was auf der Gamescom passiert, bleibt auf der Gamescom. Ne? Backe, Backe. Mach doch mal. Alle PlayStation Vitas sind unberührt, unbenutzt. Jungfräulich, möchte man sagen. Oh, da kommt ein Interessierter. Er guckt. Na, entscheidet er sich dafür? Nein. Oh, Vita, ich geh weg. Ein bisschen schleichend vorangeht oder dann ja, die Haut-Rauf-Methode dann vorzieht. Das Ganze ist in dem Falle... Wir sind in der Kamera. Gamescom 2015. Beste Gamescom ever. Beste TV, ja. Gaming, GF, GF. Oh mein Gott, Games Finest! Was ist mit dir denn los? Stellt sich für mich die Frage, würde Thor Menschen essen? Definitiv. Definitiv. Er ist ja so gesehen gar kein Mensch, dann passt das. Dann ist das ja auch gar kein Kannibalismus. Man müsste sagen, laut der Hardware-Spezifikation sollte das ja eigentlich vernünftig laufen. Das, also es mit 16 GB, einem fetten Prozessor, einer dicken Grafikkarte, das sollte eigentlich, und noch eine SSD. Ist das ist nicht sogar die größte überhaupt? Die Titan X mit 12 GB RAM für den Grafikspeicher? Ja. Okay, lassen wir uns weitergehen. Das ist nicht akzeptabel. Es gibt Streit zu Hause, dann hau ich mal ab auf meinen Traktor und dann lasse ich die Alte mal zu Hause sitzen. Ich habe Last Guardian angespielt. Endlich. Ich habe alles erreicht. That's quite impressive. Singst du halt, ne? Erkennung der schiefen Stimme, wenn man was getrunken hat. Ja. Richtig, genau. So ein Gestell auf dem Gummireifen ist schon eine witzige Idee. Ob man da gut sitzt, müsste man ausprobieren. Ja, Sony hat immer sehr witzige Ideen jetzt bezüglich der Standgestaltung. Es gab schon mal Badewannen, in denen man sich legen konnte, Klos, auf denen man sich setzen konnte. Ob da irgendwas reingeflossen ist, das wissen wir nicht genau. Haben wir nicht kontrolliert. Weil es vielleicht sogar besonders gruselig jetzt wird. Ja, ideal, um sich in die Hose zu machen. Deswegen, das wäre doch eigentlich ideal gewesen, hätten sie jetzt einfach irgendwelche Kloschüsseln dahin gepackt. Ideal. Also falls man sich dann in die Hose macht, kann man direkt sein... Häuflein hier lassen. Steht auch schon der Kaffee direkt auf der PlayStation 3, da wo hingehört. Gerade bei den Drachen waren. Drachen gibt es zwar nicht, aber es gibt Kaninchen und der Designer sagte mir, es gibt keinen, also der in diesen beiden Messetagen auf ein Kaninchen gestoßen ist, weil die künstliche Intelligenz wohl so schlau ist, dass die Kaninchen schon aus weiter Entfernung sich verstecken und es... Oder sie haben gar keine Kaninchen drin, das ist einfach nur ein Mythos und naja, das ist ja ganz toll gemacht. Hallo und herzlich willkommen hier bei Games Finest. Mein Name ist ja Niklas Jansen und wir haben ein kleines Interview mit den Entwicklern von Black Desert Online. Das Ganze machen wir in Englisch, weil es sich um asiatische Entwickler handelt und wir es am besten auf Englisch machen. Yeah, yo. Was geht? Look at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. What? Was? Ich sag was. Und zwar kann der Plastikman sich tarnen, indem er sich in eine Waschmaschine verwandelt und in dieser Waschmaschine drinsteckt. Das ist nicht in Deutsch, oder? Doch, das gibt es schon in Deutsch, ja. Oh, haben wir das noch nicht? Ich nicht, aber müssen wir Anne vielleicht nochmal ansprechen. Hallo Anne, falls du das hier siehst, ich mag dich. Deswegen hoffe ich mal, dass es vielleicht im längeren Zeitraum, dass dann irgendwas noch passiert im Verlauf des Spiels, dass man sagt, jawohl, das macht Spaß. Aber ansonsten fürchte ich, dass wenn sie den Booth hier aufräumen in der Consumer Area und das Plakat mitnehmen, das Spiel direkt in diese Mülltüten da vorne stecken und das ganze Ding möglichst schnell von der Gamescom und vom Markt entfernen, weil so wie es momentan ist, finde ich es einfach nur extrem langweilig und
Ich weiß nicht, warum Ubisoft sich dazu entschlossen hat, ein solches Spiel in Auftrag zu geben. Also ich hätte beim ersten Pitch schon gesagt, Jungs, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Alles klar, ich bin weg. Nein, ich sag, du sollst eigentlich meinen Namen sagen, aber nee. Ja, ich bin Chris und ich bin Martin. Aha. Ja, tschüss, bis dahin. Operation Armband. Wir melden uns zurück, eine Stunde später. Es sieht eng aus. Chris fürchtet immer noch um seine Hand. Wenn wir jetzt ins Ziel kommen, sieht man das Auto gleich nochmal in der Totalen und dann sieht man eigentlich mal den kompletten Schaden, den man eigentlich angerichtet hat, an dem teuersten Lamborghini, den es im Moment gibt. Na, jetzt ist er nicht mehr der teuerste Lamborghini. Wird hinter verschlossenen Türen gezeigt, was heißt verschlossene Türen, ist ab 18, insofern kommt man nur mit einem roten Bändchen auch da rein. Wir kommen da insofern, glaube ich, nicht rein. Deswegen gehen wir doch einfach mal hier vorne lang. Kurzes Fazit zum letzten Tag. Zum letzten oder zum ersten? Aktuellen. Also, habe ich das letzte Tag, zum aktuellen Tag, zu heute. Toller Einstieg in Gamescom, man kommt so langsam wieder rein, man fühlt sich so, als... Ja, genug. Ja, super geil. Also super viele Indie-Games. Ich möchte noch mal ein paar Titel loswerden. Honorable Mention sozusagen. Die PS Vita ist zurück. Super Beat Sonic. Ein super geiles Rhythmusspiel, was bald rauskommt. Okay, ich habe nur online verstanden. Ja, das war ein schöner neuer Tag. Und wir freuen uns auf den morgigen Tag. Da ist nämlich noch ein bisschen mehr los. And we're heading back to Germans. Also, was haben wir gesehen? Wir haben ein Interview gesehen. Das ist richtig. So, ich beende damit diese ganze Geschichte hier. Ich sage, das war das Interview mit den Black Desert Online-Entwicklern. Da hinten haben wir sie nochmal alle drei. Wir sagen nochmal Dankeschön und auf Wiedersehen. Hier kann man sich vor einem Bluescreen fotografieren und danach wird man bestimmt irgendwie mit Diablo zusammen abgelichtet. Es wäre doch mal nett, wenn der Martin hier sich mal ablichten lassen würde, was? Tja, mal gucken, vielleicht kann man ja noch irgendwas draus machen aus dir. Hier mit dem Bluescreen und dass man da irgendwie so ein bisschen Magic anlegt. Ich habe euch jetzt mal zugehört, ich war ja selber nicht da. Klingt nach Survival-Paar-Therapie. Das ist ein interessantes neues Genre, Survival-Paar-Therapie. Wir gehen mal hier geradeaus weiter durch. Aber ich glaube, hier gibt es auch nur noch Wonderbook. Ziemlich leer, nicht jeder möchte das Ganze spielen. Ich weiß nicht, Martin, du willst dich doch bestimmt mal bereit erklären hier, Den schönen Stick da, der so gelb läuft, in die Hand zu nehmen, um uns das vielleicht ein bisschen zu zeigen, aber ich glaube, das ist jetzt auch bis jetzt. Ja, das ist zu spät. Ja, was ein Pech aber auch. Das können wir jetzt dann doch nicht ausprobieren. Das ist halt ein Spiel, das muss man echt auf der Couch oder so zocken und auf der PS4 mit Controller bietet sich das halt an, ne? PC-Spiel macht eh keinen Spaß. Genau. So. Bis dahin, ich bin der Chris und du? Und ich bin der Martin. Ja, wer hätte es gedacht? Tschüss! Und melden uns dann schnellstmöglich, hoffe ich, zurück aus einer anderen Halle mit anderen Spielen, mit einem anderen Publisher, mit einem anderen Martin. Bis dann. Nee, wird heute das erste Mal sein. Nein, morgen. Morgen das erste Mal. Ja, es gibt immer ein erstes Mal, sagt der Kameramann gerade auch. Und ich glaube, das würden wir wahrscheinlich alle zustimmen. Der neue geht 50? Ich weiß auch nicht, ich kenne mich mit solchen Autos gar nicht aus. Aber er sieht geil aus, das sollte ja schon reichen. Und fast die Games Finest Blaufarbe, ne? Ja. Fast. Fast. Ganz wir könnten ja unsere Farbe jetzt ein klein wenig ändern. Ja, auch Aufkleber drauf, dann können wir die drauf machen. Genau. Und ja, ich möchte nochmal sagen, also bei unserem ersten Match, ich und Chris letzte Worte waren, haben wir gewonnen. Ja, ich hab's nicht. Es war das erste Mal, dass ich Mario Tennis gespielt habe und das war irgendwie für mich gerade so ein bisschen wirsch. Ich hatte vielleicht noch ein bisschen Quantum Break im Hinterkopf und habe mich gewundert, warum da irgendwie nicht die Zeit in den Zeitlupe ist. So, wir haben jetzt einen Fastpass zur Verlosung. Was schätzt du denn, wie viele Titel Need for Speed denn schon hat? 4? Das ist leider falsch. Krieg ich trotzdem? Nein. Dieser dritte Teil, der ist viel, ja, das ist viel Fanservice, ne? Und das merkt man auch und wie die Entwickler auch gesprochen haben über die ganzen Charaktere, die sonst keine... Entschuldigung. Aber ich finde das so... Fanservice. Nein, ich muss immer an den Plastikmann denken. Welt bewegen, live aus Köln, aus der Business Area der Gamescom 2014.
Die Kaffee werden übrigens kalt, die werde ich jetzt gleich mal austrinken. Kostet 3,20 so ein Becher. Der schmeckt auch kalt noch. Alles klar. Mir der liebe Kameramann folgen möchte. Hallo, hallo. Und wir könnten ja die Kameramann zusammen mal so ein bisschen ärgern und hier ein bisschen schneller hin und her laufen. Mal gucken, wie das Bild dann insofern dann ausschaut. Aber du bist ein bisschen langsam, ne? Und da haben wir sie auch, die ist eine sehr spezielle Spezies, die sich hier auffällt. Wenn der Young das insofern mal filmen würde. Zwar die Brillen, ja, ich weiß ja nicht, wo er jetzt hier gerade hinfilmt. Aber die interessanten Leute, die sitzen ja eigentlich da jetzt mit der VR-Brille. Und er filmt jetzt gerade irgendwie den Gang. Also ich weiß auch nicht, für was wir ihn jetzt hier bezahlen. Ich weiß auch hier gar nicht, mit wem ich hier eigentlich so weit unterwegs bin. Du konntest einmal auswählen, ich liebe dich. Ja. Als Antwort. Also ja, zwei, drei. Also die haben familiäre Probleme, die beiden. Zusammen oder? Bist du jetzt Psychologe oder? Du hast kein Kurzfazit dieses Jahr gemacht. Du bist echt faul, ne? Bist du faul? Eins, zwei, bist du ein Gast oder? Drei, oder bist du einfach hier? 3, 4, 5. Und wer zieht sich als erstes jetzt auf bei der Temperatur? Oh nein, ja, okay, mach. Wir sind hier live drauf. Wir haben gerade 116.000 Zuschauer. Bitte zeig. Ich hab damit absolut kein Problem. Bitte Applaus. Sehr geil. Ja. Das kann man ja noch nachgucken. Aber das kannst du nicht bitte dahin drehen, wenn du mir das siehst. Also, Mann oder Memme? Mann oder Memme? Das muss man sich jetzt schon mal überlegen. Ja. Moment, ich zitiere mal eine bekannte Internetpersönlichkeit. Ich habe damit kein Problem. Ja. Also, wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann könntet ihr mich ja mein ganzes Leben lang damit aufziehen. Nur, was man anfängt, das muss man auch zu Ende bringen. Oder? Ja. Lieber Chat, sollen wir gehen oder sollen wir warten? Ist aber eigentlich so. Ist jetzt schon. Jo, bitte nicht. Ach, guck mal! Wenigstens ehrlich, treffe euch wieder zu. Es kommen halt immer mehr Fragezeichen so, aber du wolltest jetzt eigentlich ein anderes Spiel erwähnen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen und das hat gerade so gut gepasst. Ich bin ja sonst nur ein bisschen durch die Indie-Arena rumgelaufen, hab Sport gemacht, den VR-Sport habe ich gemacht. Und ich habe sehr geschwitzt und als ich die Brille abgenommen habe, auch erstmal Schnappatmung gehabt, wie als hätte ich den Mount Everest gerade bestiegen. War aber total lustig. Jetzt kommt doch mal zum Punkt. Ja, also NBA ist genauso, also noch mehr als Death Stranding wahrscheinlich. Fällt dir noch was ein? Möchtest du eigentlich noch was sagen? Hier. Ich habe gesagt, ich stehe nur daneben und sehe schön aus. Kann man natürlich auch machen, ne? Einfach daneben stehen und... Ist gelogen, sagt der Kameramann. Ach so, man merkt schon, es ist noch nicht viel los, aber es sind schon Kommunikationsschwierigkeiten, die sich hier verstehen. Deswegen, ich höre auch gerade, wir müssen abgeben. Bis dahin, wir sehen uns dann wieder und ich gebe ab ins Tonstudio und in die Kabine nach Dortmund. Nochmal kurz zusammengefasst, ich meine, es gibt noch mal ein separates Fazit, aber ja, dann... Sag mal. Ja, also, das hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. So, Was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert? Wer hat dich durcheinander gebracht? Der was? Das ist Bier, der Bierlook, das ist, was hier gestern Abend die Schuhe ausgezogen hat. Ja, gestern Abend. Der von dem Bier hätte ich auch die Schuhe verloren. Mit meiner Sony-Expertin links an meiner Seite. Hallo. Ja, hi. Dich kann man ja fast übersehen. Wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin die Laura. Okay, und du hast dich jetzt einmal hier hingestellt und dachtest dir, kommst du mal mit? Genau, ich stell mich neben dich und sehe schön aus. Es gab keine Evolution irgendwie zu den letzten Jahren. Die Grafik sieht immer noch aus, als wäre es 2012. Und bei so Sportspielen muss die Grafik schon stimmen, finde ich. Ja, das werde ich mir niederschreiben. Bei Sportspielen, da muss die Grafik schon stimmen. Ne? Ansonsten, da lacht selbst der Kameramann. Du siehst irgendwie total scheiße aus heute. Ja. Neben mir stehen
zwei sehr, sehr mächtige Personen. Und unter anderem links von meiner Seite aus der Nico alias Thor. Ja, hallo. Ja, dich sieht man dieses Jahr zum ersten Mal bei uns. Und mal gucken, was du also fabriziert hast. Und dich kennt man ja. Immer noch. Aber das war ein gutes Stichwort übrigens gerade. Welches? Thor. Ja, Thor. Thor 1, Thor 2 oder Thor 3. Ich entscheide mich für Thor 1. Ich höre das durch das Gesauge da hinten gar nicht. Nein, Geblase. Warte mal. Nein, das ist alles blöd. Ja, je nachdem, wie lange man dahingegen braucht. Also ich meine, es waren so ungefähr 20 Minuten. Aber am Ende ja noch ein paar Minuten Präsentation, so 5 kleiner Trailer, ein paar Features oder warst du schon weg? Wie? Wie? Also, keiner. Also es war am Ende noch eine Endsequenz gewesen. Und hast du da Charakter vorgestellt und wie es mit dem Skilltree ist und so. Ach so, ja gut, dann habe ich das nicht, aber dann seid ihr richtiger Ansprechpartner in dem Falle. Das ist wie in einem schlechten Film. Ohne Spaß, das ist so wie in einem schlechten Film. Die Outtakes. Ich glaube, das ist eher was für die Outtakes. Lass uns das nochmal machen. Das sehen wir für die Outtakes, okay? Ich würde sagen, den Tag ein bisschen abklingen zu lassen, stoßen wir nochmal an mit dem Kickstarter-Geld von den Deliverance. Also danke, liebe Bäcker, ihr habt das ermöglicht. Ne? Prost, liebe Leute. Das war insofern der zweite Tag der Gamescom. Bis morgen. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und tschüss. Cool, leck mich am Arsch. Das sieht dir die Schuhe aus.